Hallo lieber Bro und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei FIFA 16 Karrieremodus mit FC Blackpool Road to Bro. Nur erstellte Spieler aus der Community sind dabei. Letzter Spieltag der zweiten Saison. Wir sind aufgestiegen in die Premier League. Zumindest freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Hab wieder Training gemacht. Stoll, Mirovic, Poli, Schille und Sela eine Runde trainiert. Warum habe ich Poli trainiert? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da habe ich wohl nicht ganz nachgedacht. Ist egal, hat er sich jetzt auch mal verdient. Und wir gucken mal ganz kurz die letzte Partie. Poli, da möchte gerne oder dankt sich, dass er sich im Ohr ihm gegeben habe. Und es gibt noch mal eine Nachricht, nämlich Pressekonferenz. Und da möchte ich einfach mal mein ganzes Team loben. Ja, wir müssen mal aufpassen, denn Bär kann auch die Torjägerkanone gewinnen oder verlieren. Deswegen müssen wir mal schauen, wie das heute läuft. Wir sehen 46 Spieltag, letzter Spieltag. Crystal Palace hat die 100 Punkte geknackt. Wir können noch 36 Punkte machen. Das wollen wir heute. FC Fulham, Middlesbrough, Norwich City, Watford, Wolverhampton, FC Reading. Da habe ich Reading in den letzten Folgen wieder gesagt. Sorry, das heißt nicht Reading, das heißt Reading. Das habe ich wieder vergessen. Sorry. FC Reading und vielleicht, nee Quatsch, FC Bradford nicht mehr, aber diese Vereine kämpfen noch um die Playoff-Plätze. Das wird richtig spannend. Und dann war es das mit dieser Road to Pro 2. Aber es kommen noch zwei Folgen oder so, die auch noch RTB 2 heißen. Und dann wechselt der Titel, es ist dieselbe Playlist, aber der Titel wechselt dann von meinen Videos sich auf RTB 3, weil wir dann in der dritten Saison sind. Die wollen wir, bevor FIFA 17 rauskommt, auf jeden Fall noch machen in der Premier League. Das ist doch ganz, ganz, ganz klar. Das Team der Woche, schauen wir mal, was da so bei ist. Marcelo hat es reingeschafft und Pascal hat es reingeschafft. Das ist doch mal richtig nice. Und wir wollen heute natürlich dieses Spiel auch noch gut beenden. Es gibt natürlich heute bis auf Torwart und Yannick Bär eine komplette neue Mannschaft. Mache ich aber jetzt nicht hier drin, sondern hier rein und würde sagen, das gönnen wir uns jetzt mal oder das haben die sich jetzt auch mal verdient, dieses Team. Ich kann mal ein bisschen überlegen. Machen wir es mal so, würde ich sagen. Da komplett mal was zu ändern. So, Yannick Bär spielt, Pascal ist der Einzige, weil er auch gut gespielt hat, der auch mal jetzt hier auf der Bank noch Platz nehmen darf. Ansonsten gucken wir mal jetzt, stürmermäßig darf der Sela mal wieder spielen, das war jetzt auch schon lange nicht dabei. Guck mal, Creek zum Beispiel durfte nicht so viel spielen. Müssen wir kurz gucken, was der so drauf hat. Der kann OM, LF, RF. Dann lassen wir ihn doch mal auf der linken Seite spielen. Dann gucken wir mal noch weiter, wer so selten spielen durfte bisher. Ist die Vetges. Tun wir jetzt auch mal mit auf die Bank. Schille durfte kaum spielen bisher, kommt ins OM. Der Becker hat auch kaum gespielt. Der darf hier rein für Meißen. Gucken wir mal weiter. Dann Winter. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen schwierig, weil die meisten anderen haben ja schon alle gespielt. Aber trotz all dem, der Winter hat auch kaum Einsatz gekriegt. Kriegt jetzt einen Einsatz für Bart und kommt jetzt hier mal. Wir machen das jetzt mal so. Wir machen jetzt mal die Taktikänderung. RO und LOM und spielen nur mit einem Sechser. Machen wir das mal so rum. So, dann haben die auch mal ihre Einsätze, dass sie auch ihre Einsätze bekommen. Das wäre schon ganz fair. Ich würde natürlich auch das ganze Team ändern, aber das ist gar nicht möglich, denn so viele bleiben mir gar nicht da. Und ich will mal Jan noch einsetzen. Hat auch keine so viele Einsätze in letzter Zeit bekommen. Tobimon, Kottich, Hansen, Meißen, Van Ehren, Grittmann, Barth, die haben eigentlich alle jetzt gespielt. Da kann man denen gar nichts vorwerfen, dass die kaum gespielt haben, ehrlich gesagt. So, die Wetges. Die kann doch auch, die kann nur OM, die kann aber auch LS. Dann machen wir es mal anders, dann Creek auf die rechte Seite und die Wetges auf die linke Seite. So, dann haben wir das auch mal ganz fair geregelt. So, Grittmann auf Klasse gespielt im letzten Spiel. Da ich ja eh keine Varianten mehr habe mit Auswechslereien und so weiter, dann kann ich das auch hier nochmal ein bisschen anpassen. Bliemeister hat kaum gespielt, der darf jetzt hier für Hopf noch ran. Auch wenn er Formtief hat, erlaube ich das jetzt noch. Habe ich sonst irgendeinen vergessen? Die anderen haben alle letzte Zeit einige Spiele spielen dürfen. Adams hat eigentlich rechts kaum gespielt. Dann wird auf jeden Fall später eingewechselt. Aber Creek hat noch weniger Einsätze bekommen, deswegen kriegt er den Einsatz jetzt. So, dann ist das Einzige, die drin bleiben, Bär, Beck und Poli. So, und Kapitän darf heute sein... Jo, machen wir einfach mal heute Lady First. Komm, probieren wir das einfach mal aus. So, dann würde ich sagen, rein in die Partie. Ich hoffe, ich habe keinen wichtigen Spieler vergessen. Ansonsten kommentiert das. Dann darf der Spieler im neuen, nicht neuen, sondern im Vorbereitungsturnier als erstes ran.
um sich beweisen zu dürfen. Und es wird spannend. Letztes Spiel der Championship, zweite Liga England mit FC Blackpool Seaside, das Road to Pro gegen MK Dons mit einer Anführungszeichen B-Mannschaft. B-Mannschaft eigentlich nur, weil die kaum Einsätze bekommen haben, aber eigentlich sind das genauso Top-Spieler wie die A-Mannschaft. Muss man auch mal sagen, deswegen Anführungszeichen B-Mannschaft. Wir sehen das hier, MK Dons. Ich glaube, wenn ich recht entsinne, haben sie sich natürlich gerettet, oder? Nee, 21 ist, glaube ich, nee, die sind im Abstiegskampf mittendrin. Wenn die heute verlieren, FC und Bradford City so rum gewinnen, kann MK Dons noch absteigen und Bradford City ist gerettet. Also dann wollen wir ein bisschen Bradford City retten oder unterstützen. Wir wollen heute, vielleicht schaffen wir noch 3 Tore, dass wir die 90 Tore knacken. Das wäre auch geil. Schade, dass wir nicht die 100 Tore schaffen. Denn wir müssen das heute auch mal richtig ordentlich genießen, liebe Bros. Denn ich glaube, die nächstes Jahr wird eine sehr, sehr anstrengende Saison. Wir werden um Abstieg spielen, das glaube ich. Wohin die Reise gehen wird, werde ich euch alles noch per Voting fragen in den nächsten Folgen. Und so ist unsere Aufstellung heute. Oh, wir spielen heute mit dem Ball von 1954. So gefühlt. Wir schauen auf die Aufstellung von MK Dons, ob wir da irgendwas kennen. Ob da auch ein Spieler von uns hingewechselt ist oder so. Nö. Dann geht's jetzt los mit der Partie in Orange, komplett blau. Von links nach rechts. Wir müssen dafür sorgen, dass ganz dringend Bär mindestens ein Tor macht. Sonst ist hier vielleicht Ende im Gelände mit dem Traum, dass er die Torjägerkanone sich ergattert. Creek. Auf Winter. Kommt da nicht durch an Powell. Reeves. Bettges über die rechte Seite. Guck mal, guter Einsatz der Dame. Potter. Bettges, weit raus. Und das war gar nicht so schlecht, die Idee. Winter hat den Ball bekommen und eigentlich wäre da Creek gut gestartet, aber man hat dann Sela gespielt. Baldock. Reeves. Potter. Baldock. Ja, die spielen ja wieder hin und her hier. Das auch wird sich in 4:17 ändern. Es wurde eingestellt, dass mehr geradlinig nach vorne gehen soll. Von der KI aus. Das wird auch sehr spannend. Ein bisschen Ballbesitz, ja nichts Übles, aber das war manchmal zu viel. Und jetzt kommt Reeves hier durch. Und vielleicht die große Chance. Poli kommt raus und Tore für MK Dons. Das ist natürlich ein bisschen überraschend jetzt in der Situation. 10. Minute und das war einfach schlecht verteidigt. Da spürt man halt doch, dass es Anführungszeichen B-Mannschaft ist. Bei allem Respekt meiner ganz, ganz tollen Community und Bros. Ich habe euch alle gerne ans Herz eingeschlossen. Das muss ich schon sagen. Aber nimmt es mir nicht übel, es geht hier nur um die fiktive Figur, niemals um euch persönlich. Und da muss man schon sagen, das spürt man halt hier wieder so ein bisschen. Schade! Aber noch heißt das gar nichts. Lass uns einfach mal ein bisschen aufdrehen und ein bisschen Spaß haben hier. Ich hätte so gerne noch 3 Tore, die 90 Tore geknackt. Ich will so gerne, dass Yannick Beer noch Torschützenkönig wird, aber wir wissen es nicht. So, die Wettges, die kann richtig gut dribbeln, aber ist auch das Einzige leider, was ich bei ihr herausgefunden habe, was sie kann. Aber jetzt Winter, gut gespielt und das Yannick Beer und nimmt das vielleicht entscheidende Tor für ihn. Ah, Biberkacke. Das wäre es jetzt gewesen. Schille mit der Ecke. Und die geht wieder zu Yannick Beer, aber keiner will sie. Wer war das? Creek, der da köpfen wollte? Der Ball ist noch nicht im Aus, Leute. Hier noch nicht träumen. Was war das denn jetzt? Baldock. Wieder ein super Konter von MK Dons. Verlieren wir unser letztes Spiel im eigenen Stadion? Fragezeichen. Achtung. 2-0. Das ist doch nicht zu fassen. 2-0 für MK Dons. Was ist hier los? Und da sieht man doch mal, dass ich doch schon meine Ahnung habe, welche Spieler ich einsetzen muss und welche nicht. Das ist schon brutal. Warum läuft der Becker da so langsam? Was ist denn mit dem los? Der ist voll am Chillen. Guckt euch das mal an. Manuel Becker. Eigentlich ein guter Abwehrmann. 2-0 und das nach 15 Minuten. Das tut schon richtig weh. Zweimal ausgekontert worden. Oh Mann. Das wird die Fans nicht so freuen. Außer wenn man es ein Top-Spiel und gewinnt das auf 4-2. Sowas würde ich auch mal richtig nice finden, ehrlich gesagt. Winter. Macht das ganz gut, Winter. Und dann trödel ich wieder zu lange. Hab zu lange überlegen müssen, was mache ich.
Jetzt kommt schon der nächste Konter und ich muss das jetzt wieder defensiver machen. Das geht so nicht. Vielleicht aber wird diese Kläraktion zu einer Torschussaktion. Nee, leider nicht. So, was war das jetzt? Handspiel, glaube ich. Ja. Nee, das wollte ich nicht. Ja, das hat ja sowas von gar nicht funktioniert. Was hat das denn jetzt? Aber die Wettges bleibt da nochmal dran. Hobbel. Wird wieder ein Foul, diesmal von Yannick Bär. Jetzt wird natürlich gefrustet hier, dass man im letzten Spiel im eigenen Stadion. Will man doch eigentlich hier den Aufstieg gleich feiern. Und einen Aufstieg kann man hier gar nicht feiern, wenn man noch verliert. Das ist dann nicht so ein schönes Gefühl. Man will natürlich ein Spiel gewinnen und dann den Aufstieg feiern. Schauen wir mal. Reeves, was noch heute geht. Wir sind ja erst in der 23. Minute. Watch. Aber dass El Cardon so powermäßig super gut drauf ist, was denn hier los? Becker hat aufgepasst. Winter. Oh, was ist denn jetzt los? Was für ein Missverständnis der beiden Mittelfeldspieler Schille und Winter. Povel und Krieg hat aufgepasst. Jan. Ah, Ball gespielt, kein Foul, ganz klar. Bellock. Belldog, Entschuldigung, so rum. Winter. Der einzige Mann, der mir bisher im Mittelfeld irgendwie positiv auffällt. Schille. Seeler. Jetzt vielleicht mal guter Fußball. Jan und wieder nix. Ay caramba. Belldog. Und wieder gut gespielt. Fast das 3:0. Und dann wäre es aber richtig peinlich geworden. Was ist hier los? Jetzt gibt es einen Stürmer-Foul. Meine Herren, wie wir hier grauenhaft spielen. Aber das gibt mir schon mal Hinweise auf die Premier League, was ich nicht machen werde in Zukunft. Oder welche Spieler wirklich vielleicht nicht mehr relevant werden könnten. Oder ja, wie es wohl aussehen könnte. Das ist wichtig, dass ihr jetzt alles gebt. So, Yannick Bär setzt sich jetzt mal wenig ordentlich durch. Und David Seeler. Und der weiß eigentlich, wie man Tore macht. Und das zeigt er jetzt auch. Anschlusstreffer. Erik Seeler kann es noch. Und auf den zähle ich eigentlich der Premier League. Er wird lange Bälle und Ecken Zukunft abfangen müssen in der Premier League, weil wir ganz anders taktisch rangehen müssen. So offensiv, wie wir in der zweiten Liga spielen, wird in der Premier League nicht funktionieren. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Es wird ein bisschen Nachteile an Offensivspieler geben. Werden wir alles noch besprechen, aber Seeler macht hier das 1:2 und alles ist wieder offen. Sein 5. Tor, damit kann er nicht sehr zufrieden sein. Ich weiß auch, dass er nicht zufrieden ist mit den Einsatzzeiten. Aber deswegen sage ich es nochmal extra, dass ich eigentlich ihn noch im Hinterkopf habe zum Thema, weil er so groß ist, so muskulös, kräftig vielleicht eher, muskulös nicht. Potter verliert den Ball und jetzt drehen wir mal auf. Seeler spielt das jetzt gut auf Yannick Bär. Yannick Bär kommt, geht da irgendwie durch. Schade, gegen zwei alleine. Ich wollte eigentlich stoppen. Also nicht geklappt. Aber das, jetzt klingelt es doch ein bisschen bei Blackpool. Sind sie wach geworden, die Seasiders? Povel. Baldock. Povel. Agusa, und der kommt hier wieder zu einfach durch, aber nicht gut genug gepasst hier. Abschluss. Poli macht das. Schön, Kopfball gewonnen von Jan. Schelle. Winter, wieder Schelle. Jan und Bär sieht das richtig gut und dann ist Seeler in dem Rücken aus ihm dran. Er sollte eigentlich an Schelle gehen. Belldog gewinnt den Kopfball, Povel. Und Seeler ist schon wieder hinten da und will helfen. Das ist das Tolle an dieser Taktik, die ich habe. Die Stürmer alle haben tollen, sympathischen Charakter und helfen hinten meistens, außer die meisten Stürmer. Das ist richtig nice. Reeves. Potter. Nachspielzeit von 2 Minuten läuft. 2:1 für MK Dons. Und vielleicht jetzt das 3:1. Reeves, Vorsicht, schlecht verteidigt, dann Ballrock. Mann. Also El Cardon macht ein gutes Spiel und bisher können die von einer Existenz in der Championship weiter träumen. Winter. Seeler. Ah, da wurde er ganz schön geschubst, ehrlich gesagt. Ich konnte da klicken, was ich wollte gerade.
Und dann ist Halbzeit. 2-1 noch für MK Dons, aber Blackpool wird immer von Sekunde oder Minute zu Minute besser. Und deswegen glaube ich, dass das Spiel nicht so ausgehen wird. Gucken wir mal, ob North City auch das letzte Spiel verlieren wird. Ne, 1-1 gegen FC Fulham auch noch. Oh, das ist ein schwieriges Spiel. Oh, das ist ein schwieriges Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer es am Ende packt und wer es am Ende nicht gepackt hat. Bradford City führt gegen Middlesbrough. Jetzt müssen wir nur MK Dons schlagen. Dann können wir wenigstens Bradford City ein bisschen retten. Ich würde schon so gerne Marco Schmidt und Siebert und so ein bisschen helfen, dass sie doch in der zweiten Liga bleiben können. Und ich mache jetzt schon den ersten Wechsel, ehrlich gesagt. Und der wird sein Dom Dino für Jan. Ich muss das leider machen, weil das ist, ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Weil es hat mir gar nicht gefallen, da in der Defensive. Und, gucken wir mal, was wir dann noch machen. Aber das muss ich auf jeden Fall mal machen, weil das war sowas von nicht sicher da im Sechserbereich. Und Jan ist eigentlich nicht so der trainierte Defensivmann, um es mal so auszusprechen, wenn man das so real-life-mäßig gerne machen möchte, was ich ja gerne tue, auch wenn es ein Spiel ist. Er ist eigentlich mehr so ein Zentrum-Offensivmann. Manche Spieler können es, manche eben nicht. Das nehme ich aber nicht übel. Ich weiß, was seine Offensive kann im Zentrum. Potter verliert den Ball gegen Dom Dino. Da hat er schon seine erste gute Aktion. Dom Dino. Lupfer sollte eigentlich so geplant zu Sela rausgehen auf die rechte obere Seite. Dann wurde das so ein komisches Kullerding. Schade eigentlich. Povel. Und Winter hat gut aufgepasst. Sela. Dom Dino auf Schelle. Schelle raus auf Winter oder Creek. Aber Levington hat aufgepasst. Zu wenig bisher, wenn wir das Spiel drehen wollen. Ich will es unbedingt drehen. Das ist mein ganz, ganz großer Traum. Jetzt bin ich mit Beck ganz weit rausgerannt. Das ist nicht so schlau. Es fehlt mir der Innenverteidiger. Reeves. Foul von Wettges. Die will was wissen hier. Die hat Muckis. Watch. Potter. Entschuldigung. Der ist mir so ausgerutscht. Für alle Damen doppeltes Entschuldigung. So, Schille. Kommt da gut durch. Schille mit Überblick. Und dann ist Akusha noch da dran gewesen. Und Winter schießt da noch. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Winter wurde beim Schuss umgegrätscht. Das kann man pfeifen. Schauen wir uns der Wiederholung nochmal in Ruhe an. Es gibt nur die gelbe Karte auf jeden Fall. Ist auch richtig so. Und da sehen wir nochmal hier. Ja, er hat sich noch zurückgezogen, aber es hat nicht mehr gereicht. Und es gibt einen Elfmeter. Und jetzt, wenn jetzt das 2-2 kommt, Leute, dass definitiv Yannick Bär schießen wird, falls er, wir brauchen nämlich die Tore. Und ich hoffe, er macht jetzt auch das Tor. Yannick Bär, ja! 2-2 und vielleicht sein wichtigstes Tor in dieser Saison. Und wieder mal knutscht er den Rasen. Jetzt soll die Wende kommen noch. Ich habe gesagt, ein 4-2 wäre mal richtig nice und darauf arbeite ich jetzt. Daraufhin arbeite ich jetzt. Yannick Bär mit dem 2-2 und sein 20. Saisontor. Schauen wir nochmal, ob ich da richtig liege. Genau, 20. Tor. Jetzt liegt natürlich noch darauf an, wie Middlesbrough spielt und ob da... Ich hab den Namen vergessen von dem Spieler, auch das 20. Tor macht. Ich hoffe mal nicht. Povel. Dom Dino. Das war auf jeden Fall schon mal eine richtige Entscheidung, ihn zu bringen. Da hat man doch wirklich gemerkt, dass im Sechserbereich einfach nicht gelaufen ist. So, und jetzt die nächste Chance. Creek mit der Flanke. Sela ist kopfballstark. Deswegen ist er da vorne dabei. Und jetzt wird Dom Dino umgemetzelt. Jetzt ist MK Dons im Schock, denn jetzt ist Frust da. Und Wut und Zorn bei MK Dons und Enttäuschung, denn jetzt ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher da, dass sie noch absteigen. Deswegen müssen die jetzt alles geben. Und jetzt haben wir leider Adams nicht drin. Warte mal, kann ich jetzt den Wechsel machen noch? Könnte ich rein theoretisch Adams noch bringen und er kann den Freistoß schießen? Das probieren wir jetzt mal aus. Schade. Geht nicht mehr. Oder wir gucken mal, ob er vielleicht den Wechsel einfach wahrgenommen hat, ohne was zu machen. Nee. Na gut, dann lassen wir den Bär mal schießen. Yannick Bär und der war ein bisschen zu daneben. Kommt jetzt der Wechsel, aber ich habe ja eher angekündigt, dass Adams spielen darf. Deswegen ist es völlig in Ordnung, dass er eh kommt jetzt. Potter, Agusha.
Reeves. Und die Wettke. Es geht halt auch wie fast alle auf der linken Seite unter. Es liegt nicht an ihr. Komischerweise spiele ich zu wenig über die linke Seite oder so. Ich weiß es nicht. Und jetzt mal Schille. Kontermöglichkeit. Schille auf Bär. Und der versucht hier irgendwie, das wollte ich gar nicht, sorry. Manchmal passiert das leider. Und jetzt die große Chance vielleicht für die Führung. Becker ist dazwischen und Poli. Winter. Dom Dino kommt da durch. Ja, der macht das wirklich gut. Bär. Schille. Wartet noch ein bisschen. Eigentlich soll es zu Wettges gehen, aber jetzt ist Bär da und es gibt die Ecke. Es gibt die Ecke und den nächsten Wechsel machen wir mal. Und der wird sein. Sela geht raus. Und Pascal hat sich verdient, wirklich nochmal zu spielen, muss man mal sagen. Oder wollte ich was anderes noch machen? Grittmann, Ritter, nee, die anderen haben ja auch alle genug gespielt. Ich finde, dann hat Pascal schon nochmal verdient, jetzt nach dem letzten Spiel. Dann jetzt die Ecke von Schille. Die ist nicht so schlecht. Winter. Ah, manchmal klappt das, manchmal nicht. Dembele. Lima ist da. Schön gespielt und das ist Winter! Vorlage für Schille! Aber die Reaktion zu schwach. Wettges gewinnt den Kopfball. Mensch, wir wollen doch das Spiel noch gewinnen. Noch einmal genug Zeit, aber auch Wim Gardons hat noch genug Zeit, hier das Spiel zu gewinnen. Oh, das war ein harter Einsatz. Das muss eventuell ein Foul sein. Das geht aber weiter mit Beldock. Ashraf. Gibt wahrscheinlich noch nachträglich die Gelbe. Gehe stark von aus. Ashraf. Schlechter Ball und jetzt vielleicht Winter. Weiter Ball auf Pascal. Der ist natürlich gestartet. Pascal gut gemacht. Yannick Bär wartet noch, bis Pascal besser gelaufen ist und dann den Ball so schlecht gespielt und Pascal geht schon natürlich rein. Der ist natürlich hoch motiviert nach seinem Doppelpack in der letzten Folge. Dembele. Winter. Ball gespielt weiter. Sah aber schlimm aus. Pascal. Kein Platz anders zu spielen. Muss zu Adams spielen. Adams, Pascal, Bär, jetzt mal schönes Zusammenspiel und das die Wettges mit einer wunderschönen Flanke. Schille hätte wieder die nächste Chance haben können. So, es gibt nachher die Gelbe, das merkte ich mir schon. Doch Niemeister war das oder Beck? Beck ist es. Und jetzt gibt es nochmal eine Ecke. So, machen wir was anderes jetzt. So, kurzer Pfosten, kommt mal rein, ganz genau. Schille mit der Ecke, die war gar nicht gut. Aber da ist Adams und das ist die Wettges. Die zieht einfach mal ab und Walton. Wir wollen den Sieg haben in unserem Stadion, das ist doch ganz klar. So, Schille zu Wettges. Und das war keine gute Idee, aber sie hat zum Glück den Ball wiederbekommen. Schille. So, was macht er draus? Gar nichts. Aber es gibt nochmal eine Ecke und diesmal mache ich sie ganz anders. Das ist ja peinlich, was ich hier treibe. Sela ist halt leider nicht mehr drin. Die Ecke ist gar nicht so schlecht. Dembele spielt den Ball weit zurück zu Potter in den 16er. Jennings. Und dann war es ein taktisches oder zumindest ein Stürmerfoul. Es wird spannend. Jetzt gehen wir mal noch. Jetzt traue ich mir wieder offensiver jetzt, würde ich sagen. Will noch das machen. Ich will den Sieg haben. Kommt schon, auf geht's. Und am besten noch Yannick Bärentürchen. Noch ist nicht safe mit seinem Torjägerkanönchen. Da ist er jetzt, Yannick Bär. Spielt das gut auf Winter. Zieht dann ab und war richtig schlecht der Schuss und sah nur dann anders aus, weil da die Mitspieler am Weg waren. Oh, jetzt aber krass hier zu kontern. Uiuiui. Jennings. Wo sind meine Mitspieler? Die kommen ja gar nicht mehr zurück. So, Manuel Becker muss jetzt alleine versuchen. Dembele. Super Einsatz von Bliemeister. Kein Foul, aber Nachspielzeit läuft. Es wird wohl unentschieden. Jetzt kriegen wir leider den Ball auch nicht mehr. Bisschen ärgerlich. Jennings. Jetzt mal Becker. Richtig gut gemacht. Langer Ball auf die Wettges. Das war vielleicht eine blödere Entscheidung. Jennings nochmal. Und dann wird es wahrscheinlich abgepfiffen. Agusha. Jennings. Und jetzt nochmal der Fehlpass. Dom Dino nochmal mit einer Konterchance. Dom Dino, nein, das gibt's doch nicht. Genau das hasse ich an diesem Spiel. Diese unnötig, das pfeift man in der Situation einfach nicht. Das pfeift man nicht.
Und das habe ich auch dem Community Producer gesagt, das soll doch bitte mal geändert werden. Der Schiri muss das Spiel bei Abpfiffen besser lesen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Meine Herren, das war ein super Konter noch, den sowas pfeift man nicht ab. Ganz ehrlich, aktiver Offensivangriff pfeift man in so einer Situation meiner Meinung nach nicht ab. Könnt ihr ja mal unterschreiben. 2:2 im letzten Championship-Spiel. Nachdem ist es vorbei mit den Anführungszeichen einfachen Spielen, denn dann gibt es kein einziges einfaches Spiel mehr. Das kann man jetzt schon mal so ein bisschen sagen. Gucken wir mal auf die Spielerbewertungen. Die sehen so aus. Bär, Spieler des Tages, 8,2. Pascal eine 6,2. Schiller eine 6,5. Winter eine 6,6. Adams eine 6,5. Domdino 6,8. Wettgäste 5,8. Bliemeister 5,8. Beck eine 5,5. Becker eine 6,2. Poli eine 5,5. Jan eine 5,6. Greek eine 6,0. Seeler eine 7,6. War sogar richtig gut. Gibt's auch gar nichts zu nörgeln, außer dass er topmüde war am Ende. Und wir sehen, Norwich City gewinnt das letzte Spiel noch gegen FC Fulham und muss dann wieder Dritter sein. Und so sieht die Abschlusstabelle aus in dieser Road to Pro 2 Saison. Crystal Palace hat das letzte Spiel verloren, bleibt bei 100 Punkten, warum auch nicht, ist ganz schnieke, finde ich. Mit auf Platz 1 mit 29 Siegen, 13 Unentschieden, 4 Niederlagen, 82 Tore, 85 Gegentore. FC Blackpool ist in der Premier League, ist von der Football League One mit ganz, ganz viel harter Arbeit, so sagen wir es mal, wirklich sehr, sehr harte Arbeit, aufgestiegen in die Championship. Und ich muss sagen, wir sind in der Championship besser gewesen, als ich jemals erwartet hätte, muss ich ganz offen sagen. Und das haben auch viele beim Voting gesagt. Wir haben nach 46 Spieltagen 84 Punkte geschafft, 25 Siege, 9 Unentschieden, 12 Niederlagen, leider nicht mehr die 90 Tore. 58 Gegentore, was grauenhaft ist, ganz ehrlich, 36 Tordifferenz. Norwich City ist Dritter mit 76 Punkten, Vierter ist FC Fulham mit 76 Punkten, richtig spannend, geil. FC Middlesbrough auf Platz 5 mit 75 Punkten, Wolverhampton auf Platz 6 mit 74 Punkten. Am Ende hat es nicht mehr gereicht für FC Watford oder FC Reading, die sind auf Platz 7 und 8. In dem Aufstiegsturnier, in den Playoffs sozusagen, spielt jetzt Norwich City gegen FC Middlesbrough und FC Fulham gegen Wolverhampton Hin- und Rückspiel. Das werden wir in der nächsten Folge, vielleicht auch noch in dieser, ich gucke jetzt gleich mal, ob die gleich so sind, aber ich glaube, wir machen es erst in der nächsten Folge, die dann länger gehen wird, 40 Minuten oder so. Das ist aber immer so, ist nichts Neues. Und dann schauen wir mal hier unten noch, wie es hier so läuft. So im Mittelfeld gibt es da irgendwas Spannendes. Blackburn Rovers zum Beispiel auf Platz 16 mit 59 Punkten. Ipswich Town, die waren das die, die vom Scheich übernommen wurden. Nur 13 da am Ende noch mit 63 Punkten. Also hat das alles nichts gebracht. 64 Punkte, hat mich verguckt, das war Brighton. Und wir sehen, Bradford City hat es leider nicht geschafft. Ab in die zweite, in die dritte Liga wieder. Schade, MK Dons hat sich doch mit dem Unentschieden retten können. Aber es hat eh nichts gebracht, hier noch verlieren können, weil Bristol City hat auch nicht mehr Punkte. Gold Birmingham City ist am Ende ganz, ganz raus. Mal gucken, ob Yannick Bär die Torjägerliste gewonnen hat. Ja, sie haben sie. Super Top-Torjäger ist Yannick Bär geworden. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch neue Top 10 ist Midjack, den letzten beiden Spiele nicht mehr spielen durfte. Sorry dafür, Bro. Aber so ist das dann manchmal. Ansonsten gibt es hier gar keinen mehr so wirklich spannenden auf der Liste, wie ich sehe. Und eine Torvorlage hat auch Yannick Bär 13 auf Platz 1 geschafft. Mitchell auf Platz 2 mit 9. Das ist richtig nice. Dann FC Blackpool hat noch hier einen auf Platz 6 mit Domdino. 8 Stück. Mal gucken, ob wir noch jemanden hier drauf haben. Da haben wir noch Bart und Ritter mit 5 Mal auf 20 und 21. Wenigstens Top 25 noch drin. Ohne Gegentor. Da sehen wir, da war am besten Podi mit 8 Mal. Und dann haben wir da Nackt mit 6 Mal und Schloss vielleicht auch nochmal drauf. Nee, hat es nicht drauf geschafft. Gelbe Karten hat am meisten Martin oder Martin von Norwich City 12 Stück. Das ist ja richtig viel. Carlos von Birmingham City 12 Stück. Und was haben wir von uns? Gucken wir mal. In dieser Statistik, da gibt es kaum was. Wie schön. Rote Karten, Dan 3 Mal von Crystal Palace. Und dann haben wir da was auch von uns. Da haben wir noch was. Möllner und Bliemeister haben eine Mal bekommen, aber sonst ist hier gar nichts. Das zu diesen Stats, die wir auch nochmal in der nächsten Folge durchgehen werden. Dann geht es auch hier wieder rein unter Teambericht oder nee, nicht Teamrang. Das gucken wir uns auch nochmal an Teamrang. Nein, es geht um Teambericht. Da gucken wir uns dann nochmal in Ruhe alle Entwicklungen und so weiter an. Auch wie viel der ein oder andere spielen durfte. Wir haben, wow, extrem wenig Geld für den Aufstieg bekommen. Was ist das denn für ein Furz? Muss man ganz ehrlich mal sagen. Und das nächste reinswitchen und das Ganze gemacht. Der Torhüter-Turnier ist bekannt gegeben, Spielers-Turnier ist bekannt gegeben. All das
Bär erbeutet, goldenen Schuh gibt's. Alles in der nächsten ausführlichen, langen Folge für dich. Und dann überlege ich spontan während der Aufnahme der nächsten Folge auch noch, ob wir dann schon die neue Saison switchen oder nicht. Kann sein, dass wir das tun werden. Vielen Dank dafür, fürs Zuschauen. Lass einen Daumen da. Bis zur nächsten Folge. Euer Diko.